Liebe Freunde, wie ergeht es euch heute an diesem wunderbaren Tag? Willkommen zurück zu Press X. Do not die. Genau in dem Moment läuft die Musik aus. Perfekt, wir gehen auf New Game. Und insane war es nicht, sondern ridiculous war der schwerste Schwierigkeitsgrad und meine schlechteste Performance wahrscheinlich. Let's do this. Dude, wake up. Matt? Dude, everyone's going crazy. Everyone in town is just attacking everybody. It's like that shitty M. Night Shyamalan movie. The Sixth Sense? No, that was the good one. Okay, that was good. Never mind all that. Okay, I figured it out. Now this is important. The secret to survival is press X to not die. Okay. Good job, dude. Drei Buttons sind es jetzt für eine Basic-Aktion anscheinend. Ugh. Oh mein Gott, Matt! Matt? I didn't press X in time. Matt! Matt! X, E und Q meinst du wahrscheinlich. Matt! Mhm. Matt? Also wenn wir eine Aktion... Where is everyone? Na. Hi, Kitty. Wenn wir eine Aktion machen, müssen wir die Mausbuttons beachten, glaube ich. Größtenteils. Außer es ist smashen. Dann fällt die Maustaste weg. Und ich hoffe, das gilt auch hier für übrigens für. Was war's? Insane? Hello? Irgendwie so, ja. Someone just got mad! Oh my god. Was it a Twilight fan? I told him not to join Team Jacob. Okay, hier hatten wir, glaube ich, it might have been, hatten wir noch nicht gehabt. I told him antagonizing Team Edward was putting his life on the line. Hello? Kriegen wir schon mal, werden wir schon mal nicht demonetized, dadurch, dass es ausgepiepst wurde. Seriously? What's with this icon? I've got to go get her. Let's do it. Gut, was hier passiert, wissen wir ja, wenn wir daneben greifen. Drei Buttons, meine Herren. Oh, ich meine Finger auf den Pfeiltasten. Weird. Like a man. Oh man, what should I do? Okay, wir gehen hier full asshole mode und überfahren ihn am Ende. Take his bike, everyone, for himself. Wahrscheinlich müssen wir mashen. Yeah. Big boy? Hey! Oh. Oh, fuck. Sheet! Na, ah, okay, das Achievement bleibt uns schon mal erspart. Dumbass. Weil linke Maustaste leider. Okay, aber im Mashen müssen wir auch mittlerweile die Maustaste mit beachten. Das ist ja dreckig, ist das ja. Hey! Gut. Ah, yeah. Carnage. Stop hitting me. Sorry, buddy. Jeder ist sich selbst der Nächste. Kannibalistisch. Captain America klingt auch nicht recht. What the hell? Gut, zählt noch, alles klar. Goodbye! Na, ah, nee, fuck. Sehr gut. Okay, okay. You're cute! Fast dasselbe wie das, was das letzte Mal. Mein Gott, was? Um mal Pervert Pete zu zitieren. Oh, mein Gott. Nein! Das ist tatsächlich anstrengend. Eieieiei.
Jedes Mal, wenn Mashen kommt, das wird nicht lustig. Puh. Christina? Wie soll man Christina? Das sagen? Das ist wirklich insane, das ohne zu sterben hinzubekommen. My roommate is trying to kill me. Oh, kill me softly. Mm. Okay. Let's get into... Oh, stimmt, das ist der Mashen. Fuck. Okay, ich habe jetzt Q und F gemasht. And that's freezing my toothbrush. Get on. Put me back down, girl. Are you all right? I'm fine. I mean, one minute she's sitting there reading her Hunger Games Catching Fire book, and the next thing I know she's lunging at me with a kitchen knife. I mean, I know she was really into Hunger Games, but that was ridiculous. I don't think that's it. It's the whole town. Everyone's going crazy. Like that shitty M. Night Shyamalan movie? Was haben wir gehabt? The Village? The Village? The Sixth Sense? Wasn't that the good one? Naja. Anyway, it's really dangerous outside. I died 6 times just getting here. And even your roommate just almost killed me. Wow, that's great. I'm gonna go take a shower. Cover me. But... Did you hear me? Yeah, you died 6 times. Just watch the door. Wäre interessant zu hören, was sie sagt, wenn man eben nicht draufgegangen ist. Passt. This wicked shit out my system. And it ain't never quitting. So, diesmal dürfen wir leider nicht den Juggalo nehmen, was schade ist, sondern wir nehmen natürlich den Clown. Clowns. What a mess. Hot mess. Message me. There we go. Serious. All clean. I don't think this was the best use of my time. Das klang irgendwie wie der Morrowind opening door sound, oder? I think we should get out of town. Okay, how are we gonna do that? I have a car back at my place. What, ein Fahrrad? Well, why didn't you drive it here then? She. Okay, well, let's go get it. Bekommen wir die großartigen Soundfiles gleich. Ein bisschen Metal Gear Solid Musik wäre jetzt auf jeden Fall angebracht. Achso, deswegen haben sie den Katana-Sound benutzt, wegen der Schere. Ja. Ist leicht übertrieben allerdings, der Soundeffekt. Bring the motherfucking ruckus. Wow. Wow. You know fences have gates, right? I've been wondering, whatever's happened, how come we're not affected? Lass uns mal schlagen. I don't know. Matt wasn't affected either. He told me something before he died. Press X to not die. What does that mean? I don't know. But I kind of feel like I've been doing it. Oh, ah! What the hell? Yeah, well, you're not very good at it. Maggot? Ow! Sorry, yeah, I've noticed that too. Do you think there are other people like us? People who are okay? Why does everyone keep attacking me?
Okay might not be quite the right word. Ah, fuck. Stimmt, das ist ja... Oh, fuck me. Wie soll ich das hinkriegen? Ich hab's auf Hard kaum hinbekommen. Und dann kommt das hier immer noch mit dazu. Ach, das war linke Maustaste, ups. Hab mich schon gefragt, warum nichts passiert, außer... tot. Komischerweise laggt's hier immer, ein bisschen merkwürdig. Sprite Limitation. Das wird's sein. FQ. Fuck, fuck! Okay. Chee. Moment. Können wir... Nee, okay, ich kann hier keine Pause drücken. Das wird wieder rausgeschnitten, glaube ich, bis ich es eventuell schaffe. Das geht. Das ist kein Problem irgendwie. Yes! Wir wissen gar nicht die linke Maustaste drücken. Ich habe einfach nur gemasht und es hat gereicht. Ah. Rechts. Fuck! Links! Scheiße! Und C habe ich vergessen. YMCA. Der Kollege hat mit dem Soundfall auf jeden Fall drauf. Ich wollte schon sagen, wir müssen wieder mashen. Oh my god, I'm so sorry, Mrs. Peterson. Get away from me, you hooligan! Sorry, Mrs. Peterson! Is she gonna be okay? Auch eine Frau auch in deren Alter, sieht man irgendwie an. I think so. Push it to the limit. Yeah. Einfach in irgendeiner öffentlichen Einrichtung, natürlich. Logisch. Macht Sinn. So wie der Rest von dem Game auch Sinn macht. This building's unlocked. What is this place? I don't know. Okay, das wird hart. Und schwer. Rechts. Okay. Fuck them up! Okay, diesmal machen wir mal nichts. Vielleicht finisht Christina ihn dann. Wäre zumindest Rache. Do you wanna try that again? Do you wanna try that again? Schade, dachte, da kommt was anderes noch. Wie? Are you okay? Yeah. You know Kung Fu? Apparently. Huh? Come on, let's go. Gesichtsausdruck danach. Ah, für das Gate-Thingy brauchen wir ja auch wieder... I don't like this. ...mashen. Hatte ich vor. Macht der da mal keine... Ah ja. Klar, schon auf dem Hockey-Player irgendwie. Yeah! Christina! Okay, noch einmal dodgen. Got it. Can you try that door? It's locked. Cover me. I'll pick the lock. You know how to pick locks? Yeah, don't you?
Was wir noch nicht hatten, war yes. I mean, who doesn't know how to pick locks, right? Jill Valentine, Master of Lockpicking. Rechts. Gut. Malika Maustaste zuerst. Zählt aber zum Glück. Pummel him to the ground, boy! Ja, das war leicht. Mit der Maustaste und dann einen Button ist easy. Hells yeah! Let's finish this. Das Komische ist, es stand der rechte Maustaste. Die rechte Maustaste könnt ihr vergessen. Ihr müsst einfach nur genug mashen und das reicht. Das ist komisch. Ich habe nur, um euch zu verwirren. Wie man sie allerdings schon hat stehen sehen. Careful, son. You might hurt someone with that. How did you do that? Same way you do it. I pressed X. How do you know about that? It's the way it was supposed to be. So you know what's going on. I do. I love chocolate. You like chocolate? I love chocolate. Do you like chocolate? I love chocolate. You like chocolate? I love chocolate. Wird einfach immer und immer besser mit ihrem Playthrough irgendwie. What's going on in this town? The military has been working on a drug that rewires people's brains. The purpose was to make performing complex actions as simple for people as pressing a button. Dodge an attack, press X. Stab someone with a sword, press A. Skip the years of training it would normally take to develop such skills to an expert level. So life is literally a video game now? Pretty much. Wow, that's really meta. I know, right? Yeah. So that's why Christina knows Kung Fu. Yeah. But the drug doesn't work on everyone. In fact, most people it drives mad. We found that only so-called gamers could handle the rewiring. Only gamers could understand being able to perform karate or reload their rifle being as simple as pressing a button. Everyone else just went crazy. Man. Wait, Christina's a gamer? Angry Birds. Yeah. And what, our town was your test site? I didn't do it. This wasn't part of the plan. I don't know if something went wrong or if someone intended for this to happen. All I can do is try to help. Here, take my keys. My car is in the parking lot. You can use it to escape. Aren't you coming with us? I seek atonement. I don't seek escape. I only seek atonement. Here, take a weapon. It's dangerous outside. Chainsaw. Und das bewegt sich nicht mal. Good choice. Naja. Nicht wirklich in der Zombie-Apokalypse, weil es braucht Fuel. The parking lot is that way. The red neon. Go. Okay, was passiert, wenn man kein Fuel mehr hat in der Zombie-Apokalypse? Außerdem macht das Ding scheiße viel Lärm. Baseball-Bat ist viel besser. Er ist ruhig und man braucht nur die eigene Stärke. Oder Mehl. Super Sound, dankeschön dafür, okay. Okay. Hello? Whoop, whoop.
Nice try, maggot. A clown? Why does it have to be a clown? Whoop whoop. Wie gut ist das denn? Karate Chop! Yes! Oh shit, okay. Yes! Okay, mal gucken, was passiert, wenn wir es nicht schaffen. Okay. Na, natürlich, ich hab EY gedrückt, aber es war ein R vorher. Das ist wahrscheinlich der Fehler. Okay. Nailed him! Warum nehmen wir hier eigentlich Karate-Chops für ihn? Naja. Soll mir recht sein. Yes. Fast wie Punch-Out. Nicht wirklich. Weil Punch-Out ist nicht First Person. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh boy. Ankle lock. Bird. Dass ein Clown ein bisschen mehr drauf hat als ein ICP Juggalo ist merkwürdig. He caught my kick. Aber er hat die ganzen Karate Chops nicht abgewehrt. But he's one of them. Must harvest soybeans. Oh my god. He's a Farmville player. Can you beat him? I don't know. Maybe throw this at him. Where did you get this? I don't know. Okay. Nein, der hat vergessen, den Sonnenfall hier reinzumachen, wenn er läuft. Ja. Okay, okay, okay. Okay, mal gucken, was jetzt passiert. Sensual. Oh, fuck. Okay. Got him. Und. Got him. Chainsaw time! Let's finish this! Warum nicht von Anfang an? Das Blatt bewegt sich nicht. Just saying. Leatherface? Just a prank, bro. Gross. You stabbed your roommate with a kitchen knife. Point taken. Come on, let's go. That shit's whack, bro. That's on its own. Oops. Kein Kuh. Come on, get it in already. What? That's what she... Never mind. Okay, wir haben ja gesagt Full Asshole Mode, das heißt, wir überfahren den Kollegen auf jeden Fall gleich. Was ist der Sound aus bei mir hier? Verdammt! So. I think we're gonna make it. Yeah, I think so. Mit der GoPro so zu fahren, stelle ich mir ein bisschen schwer vor. You know, we never even found out how this happened. Maybe that'll be in the sequel. What? Oh God, you again. Gut, dass wir uns schon einen Namen für uns selbst gemacht haben.
Well, we made it out of the city. Looks like we're safe. For now. Headbutt. Boom. Ow. Whoop, whoop. Sorry. Can't believe you died 9 times. Jeez. I only would have died like 4 times. Tops. I guess that's not bad for ridiculous difficulty. Yep. Isn't there somewhere else you could be? Well, I would if you hadn't, you know, run over me with your car. Plus, you stole my bike, so screw you, asshole. And you really didn't peek on your girlfriend in the shower? That's willpower, man. Seriously. Was ist so schlimm daran, wenn Stag eine Freundin ist, allerdings? Naja. Achievement unlocked, you're the best! Oh yeah, sucky sucky! Sehr gut. Sehr gut, wir lassen natürlich wieder mal die Credits durchlaufen. Für diejenigen, die es eventuell noch nicht gesehen haben sollten. Ich glaube, damit haben wir so gut wie alles eigentlich abgehakt, dass man hier in Press X to not die erleben kann. Es gibt noch ein paar Antworten oder Antwortmöglichkeiten, die ihr nicht gesehen habt. Das überlasse ich einfach mal euch. Kauft euch das Game. Es ist definitiv worth it. Wobei ich glaube, eventuell das Beste, was man, glaube ich, hier in diesem Game tatsächlich machen kann, ist anschauen, ein Jahr oder so warten, bis man es eventuell, aber aufschreiben, dass man es nicht vergisst und dann sich das Game selber kaufen. Oder das Beste, was man machen kann, ist auf jeden Fall das Game selber kaufen und dann zocken, dann schauen, wie andere Leute das Game zocken. Wie gesagt, ich habe es damals eben von Lord Minion 777 gesehen, dann war es im Sale, im Winter Sale und habe es mir direkt geholt und ich muss sagen, ich habe es definitiv nicht bereut. Vor allem, Lord Minion, du hast nur einmal durchgespielt. Ich habe in dem Playthrough 4 oder 5 Mal, glaube ich, angeschaut, in unregelmäßigen Abständen. Aber er hat sie, wie gesagt, nur einmal durchgespielt und jetzt eben auch die anderen Antwortmöglichkeiten zu sehen, ist auf jeden Fall eine geile Sache, definitiv. Vor allem, man kann so viele Sachen am, gerade mit dem Ende eben nochmal machen. Also, wenn man überhaupt nicht drauf geht, ist es interessant zu hören, was er sagt. Und natürlich dann, wenn man ihn am Anfang das Bike klaut, aber ihn am Ende nicht überfährt. Boah, das haben wir nicht gemacht. Oder wenn man ihm am Anfang hilft und ihn dann überfährt. Oder wenn man ihm am Anfang das Bike klaut, aber dann nicht überfährt. Genau. Er gibt ein paar Sachen auf jeden Fall, die das Ende auch nochmal schön abrunden. Das erste Mal, als wir es durchgespielt haben, haben wir ihm ja geholfen und wir haben ihn nicht überfahren. Das war, glaube ich, auf Normal Difficulty dann, ja. Und den DLC haben wir ja auch schon gezockt, den besten DLC, den ein Game auf jeden Fall haben kann. So viel ist schon mal klar. 81,1% haben wir mittlerweile. Stimmt, das war ja auch eine andere Sache, wenn wir jetzt mit dem Bike übrigens gefahren sind, dann wurden wir ja von der Kollegin mit dem Chemistry Book ausgenockt. Aber wenn wir dem Auto gedodged wären, wären wir vielleicht weitergefahren mit dem Fahrrad, dann hätten wir vielleicht gar nicht gegen sie kämpfen müssen. Das ist auch nochmal eine Sache. Und nach all dem haben wir nur, in Anführungsstrichen, 81,1% von dem Game bisher mitbekommen. Also es gibt auf jeden Fall noch gut 20%, rund 20% von diesem Game, das wir noch exploren können. Aber wie gesagt, das überlasse ich euch in dem Fall. Kauft euch das Game definitiv. Wenn es im Sale ist oder auch wenn es nicht im Sale ist, wenn ihr die Leute unterstützen wollt. Und eben, wir wissen es hier, want to see Press X to not die to happen. So do we. The best thing you can do right now is to help make it happen, to write a Steam review for Press X to not die. Mehr müsst ihr nicht machen und ich werde es definitiv machen. Werde ich eventuell verlinken übrigens, dann könnt ihr da auf jeden Fall das Ganze abthumpen. Oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall war es das. Für Press X to not die, definitiv eines meiner absoluten Favorite Games ever. Es ist einfach großartig, das Game. Und vor allem, wie viel Content es eben letzten Endes gibt. Ich werde das Game noch ein paar Mal zocken und auch versuchen, eben nicht drauf zu gehen und alles richtig zu machen, ihm auch zu helfen und alles. Und mal gucken, wie dann eben letzten Endes die Antworten ausfallen. Vor allem, wenn man 100 Mal stirbt übrigens, ob es da auch eventuell noch was Spezielles gibt. Also laut den Achievements nicht, das wäre auch ein bisschen zu bescheuert, ehrlich gesagt. Aber wir können ja mal kurz gucken, übrigens mal schauen, wie es Achievement-technisch aussieht. Es fehlt nur noch
get hit in the nuts in every possible way. These nuts. Got him. 25 ways to die. Die in at least 25 different ways. Close enough. Experience at least 90% of the game. Und a button pressing god. Finish the game on ridiculous without dying. Was definitiv mit das Schwerste ist. Denn I just died in your arms tonight. Das war's, wie gesagt, für Press X to not die. Ich hoffe, das Game hat euch gefallen. Wie gesagt, holt's euch auf Steam. Ich kann ja mal kurz schauen, wenn es nicht im Sale ist, wie viel, für wie viel ihr das Ganze hier käuflich erwerben könnt. Und ich sehe gerade, im Moment dieser Aufnahme ist das Game sogar reduziert auf 1,79 €. Normalerweise, die Special Edition übrigens hat natürlich Special Edition Content, also die Version, die ich habe, ist in dem Fall 2,32 €. Und das normale Press X to not die gibt's für 2,99 €, also gerade mal 3 € praktisch. Und die Special Edition für 3,98 €, sprich 4 €. Also auf jeden Fall worth it, würde ich sagen. Momentan ist es um 40% reduziert auf 1,79 €. Wie gesagt, normalerweise rund 3 €, also 2,99 €. Definitiv worth it. Und stimmt, wir haben den 1994-Mode noch nicht gesehen. Das ist ja übrigens, dass alles so ein bisschen pixelmäßig eben aussieht. Auch das generell, das ganze Video sieht quasi dann so aus. Aber ja, das war's wie gesagt für Press X to not die. Ich hoffe, die kleine Misere in diesem großartigen Game hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Projekt oder was auch immer ihr sehen wollt, was mich beinhaltet. Wenn ihr denn wollt, wieder, liebe Freunde.